Herzlich willkommen zu einem weiteren Cataclysm Instanz Guide. Heute möchte ich euch Krim Batol, beziehungsweise genauer gesagt den ersten Instanzboss General Umbris vorstellen. Und ja, seine erste Fähigkeit wird gleich sein, dass er vier kleine Ads zu Hilfe ruft. Die kommen im Kampfverlauf immer wieder und die haben eigentlich ja mit die höchste Priorität neben DPS auf den General. Ihr seht, ich habe hier einige Aggro-Probleme, weil unser toller Fury-DPS-Krieger unheimlich reinnukt und auch nicht aufhört. Ansonsten hat er noch die Fähigkeit Blitz, hat man gerade gesehen, und jetzt kommt gleich noch die Fähigkeit Bodenbelagerung. Da dreht er sich zu einem Spieler um und castet da so eine Staubwolke. Ja, da müsst ihr dann einfach rauslaufen. Dasselbe gilt auch für den Blitz. Er dreht sich um, nimmt einen Spieler ins Target und stürmt dann quasi auf ihn zu. Das sieht man jetzt hier, Blitz. Ihr seht, er hat sich umgedreht, er castet jetzt. Und der betroffene Spieler ist einfach zur Seite gelaufen und der General läuft quasi ins Leere. Ansonsten verteilen die Ads, die Trox, noch eine Krankheitsdebuff. Der kann ganz einfach gedispelt werden. Und auch der Tank bekommt einen Debuff, wodurch der Schaden dann erhöht wird. Also das ist ein unheimlich heal-intensiver Encounter, sage ich mal. Auch wenn jetzt in der Zeit die ersten 50% circa der Fury-Krieger viel mehr getankt hat als ich. Aber nun gut, das waren die Fähigkeiten im Groben vorgestellt. Ich habe jetzt hier eine blutende Wunde auf mir und jetzt bekomme ich richtig Schaden. Ihr müsst bedenken, ich bin hier im T11-Gear und ja, Premade-Char, also ein vorgefertigter Char. Und ab 30% gerät der General Umbris noch in einen quasi Soft-Enrage. Und das war's dann eigentlich schon. Dann dürften auch keine Ads mehr kommen. Die letzten paar Prozent einfach noch runternuken. Heilen. Ich habe jetzt hier mal Cooldowns gezogen. Mein Wächter. Und ja, das war der Boss im Groben und Ganzen. Wie gesagt, von Blitz und Bodenbelagerung unbedingt wegdrehen. Und dann habt ihr absolut kein Problem mit dem Boss. Und ja, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch einige Tipps geben. Und sage einfach bis zum nächsten Boss. Macht's gut. Ciao.